Hey Subwatcher und willkommen zu einer neuen Folge CSGO. Ich will euch heute mal erklären, wie man cheatet in CSGO. Und zwar legal und kostenlos. Es ist eigentlich sowas wie eine Cheat-Konsole für CSGO, von CSGO. Also, man kann dafür nicht belangt werden, weil es eh von CSGO ist. Also, erstmal die Hauptpunkte. Ich glaube, ich sollte erstmal, bevor ich das mache, will ich erstmal die Terroristen töten. Wahrscheinlich weggeht. Auf jeden Fall, um erstmal zu starten. So sieht eine Konsole aus. Und wie man sie aktiviert, das ist eigentlich ganz einfach. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Wenn ich die Typen finde. Ja. Wenn ich sie mal finden würde. Alter, wie. Was ist denn die Map? Oh, Massaker. Kann sein, dass ich irgendwie. Oh, dann mache ich es halt so. Und ich bin explodiert. Auf jeden Fall. Wartet. Hallo, könnt ihr weitermachen? Auf jeden Fall. Alles, was ihr machen müsst, ist erstmal ins Menü gehen. Dann müsst ihr hier auf Hilfe und Optionen. Bei Warp-Option müsst ihr auf Spieleinstellung. Dann guckt ihr mal das 1, 2, 3, 4, 5 von oben. Da sieht man Entwicklerkonsole aktivieren. Die Entwicklerkonsole, mit der könnt ihr cheaten. Das ist das, was ich meine. Ihr schaltet einfach auf Ja. Dann geht ihr zurück. Geht auf Tastatur und Maus. Dann müsst ihr das erstmal finden. Wo ist das? Ah, oh, jetzt schießen die da rum. Dann müsst ihr hier. Ich habe das jetzt auf die 0 gemacht, aber ihr müsst das so oder so machen. Ist bei jedem anders, bei manchen ist noch nicht mal eine Taste eingegeben. Auf jeden Fall habe ich die 0, also öffne ich es einfach mit der 0. Das wäre dann alles. Was man bei der Konsole immer machen muss, ist... Wartet, und ich bin tot. Ja, habt ihr gut gemacht, Terroristen. Das erste, was ihr natürlich machen müsst, ist erstmal Cheats aktivieren. Was dann auch noch gut zu sagen wäre, das geht nur auf privaten Server. Also ihr müsst SV Cheats 1 eingeben. Ja. Die. Hallo? Und wenn ihr es zum Beispiel deaktivieren müsst, müsst ihr SV Cheats 0 machen. Guckt unten links, dann gibt es keine Cheats mehr, aber wir wollen ja erstmal die Cheats haben. Also ich werde jetzt erstmal was machen, weil es mich nervt. Werde jetzt erstmal das hier machen, wartet. Und alle Bots sind tot. Eigentlich wollte ich was anderes machen. Ja. Wartet. Achso, ja. Jetzt sollten sie sich nicht mehr bewegen, außer wenn ich mich bewege. Oh, lauf ins Feuer. Brutzel, brutzel. Ah. Auf jeden Fall starten wir erstmal mit den Basics. Zum Gameplay. Eines der Sheets, die ihr wahrscheinlich, wenn ihr ein Spiel kreiert oder sowas, am häufigsten benutzen wollt, werdet, ist Noclip. Das bedeutet, dass man grenzenlos sich bewegen kann. Also zum Beispiel hier durch die Wände fliegen kann, durch die Gegend fliegen, könnt ihr zum Beispiel hier hinfliegen. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu
Das ist Noclip. Ja. Noclip. Ist geil. Wartet. Wo wollt ihr nochmal hin? Achso, ich wollte nochmal zu dem Spawnpunkt. Von denen. Spawn. Dann erstmal Noclip. Noclip. Dann deaktiviert er es. Nein, nicht auf mich schießen, bitte. Ich will auch nicht die Waffe. Gott. Auf jeden Fall. Zum Beispiel, was auch ganz praktisch ist, ist sozusagen der Wallhack. Den gibt ihr folgendermaßen ein. R unterstrich draw other models. Eins. Das ist jetzt der Wallhack, mit dem ihr die Netze von allen Sachen seht. Hallo? Habe ich es falsch eingegeben? Oh, also Model 2. Nein, das war nicht eins. Eins ist ja Rückkehren. Bro, also Models 2. Jetzt erstmal warten, bis wir respawnen. Und dann draw other models. Dann habt ihr sozusagen sowas wie ein Wallhack. Ah. Zum Beispiel ist das hier ganz nützlich, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, AWP nimmt. Und zum Beispiel eure Freunde voll trollen wollt. Und dann geht ihr vielleicht ja halt irgendwo hin, wo vielleicht ein Haus ist. Und bei diesem Haus könnt ihr halt dann... wartet. Noclip. Was tue ich hier? Noclip. Hallo. Aufhören. Noclip. So. Zum Beispiel könnt ihr die Leute durch die Wände sehen und zum Beispiel das hier machen. Und das. Ja, da kann man nicht durchschießen. Aber zum Beispiel... Das. Ja, das ist doch lustig. Ja. Um das wieder rückgängig zu machen, macht ihr einfach draw models. Other models. 1. Nicht Hashtag. Dann seht ihr die nicht mehr. Ja. Oh Gott. Dann gibt's auch noch, zum Beispiel, wenn ihr sehen wollt, wo ihr hinschießt, SV Show Impacts. Show Impacts 1. Dann zum Beispiel das, dann guckt, da sieht man, wo man hingeschossen hat. Wenn ich jetzt hier, pew, dann sieht man vielleicht Laufbahn. Ist doch ganz lustig. Ah, hör auf mich zu schießen. Ich bin ein Meister. Oh. Kann man zum Beispiel sehen, ob das durchschießt irgendwo? Oder auch nicht. Ist echt praktisch. Manchmal, aber... Streut das? Als ob das streut. Eine neue Entdeckung. Die AWP streut anscheinend. Auf jeden Fall, wenn ihr das wieder wegmachen wollt, dann SV Show Impacts 0. Dann seht ihr es halt nicht mehr. So macht man alles rückgängig. Zum Beispiel bei Granaten. Wartet. Granaten. Da könnt ihr auch sowas ähnliches machen. Ihr müsst einfach nur SV Grenade Trajectory 1 eingeben. Dann könnt ihr zum Beispiel sehen, wie die Granate fliegt. Keine Ahnung. Vielleicht nützt euch das ja was. Ich habe ja keine Ahnung. Oder zum Beispiel, wenn ihr... Hört auf.
Wenn ihr das hier macht, piu, dann seht ihr, wo das jetzt zum Beispiel abgeprallt ist. Und könnt die Flugbahn verfolgen. Und das halt wieder rückgängig zu machen, einfach nur SV Grenade Trajectory 0. Ja, dann verschwindet alles wieder. Was auch noch gut ist, ist der Third Person View. Das ist ganz einfach. Einfach Third Person eingeben und dann habt ihr den Third Person View. Warte mal, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. The fuck? Das ist ja scheiße. Aber keine Ahnung. Naja, vielleicht bringst du den einen oder anderen was, aber wenn ihr aus dem wieder raus wollt, einfach First Person eingeben. Dann seid ihr wieder da. Was auch lustig ist, mehr oder weniger, ist das hier. View Model Preset Force 2. Was? Was? View Model Preset Force 2. Jetzt erstmal erwarten oder auch nicht. Guckt, dann ist einfach eure Waffe ein bisschen größer. Seht ihr das? Groß. Ganz groß. Ich frage mich, ob man das bei jeder Waffe einzeln machen muss. Ja. Ist die Waffe jetzt größer geworden? Kann man das öfters machen? Anscheinend nicht. StGV 1 ist, glaube ich, wieder kleiner machen. Ja. Dann ist es wieder kleiner. Dafür muss ich jetzt erstmal in den Terroristen-Dings gehen. Das ist dann auch interessant. Das, was passiert hier? Hallo? Hallo? Was? Die Bots spielen verrückt. Oh, jetzt wieder alles in Ordnung. Ich kann die steuern. Was passiert jetzt schon wieder? Ja. Einfach. Tötet euch bitte selbst. Ich würde gerne die Runde restarten oder so. Ich habe jetzt keinen Bock. Ich kann ja nicht mal mehr cheaten, oder? Ich dürfte doch die Boss eigentlich übernehmen können, oder muss ich das auch einstellen? Hallo. The fuck? Achso. Wie sich einfach alle bewegen. Dann laufen wir auf die Leute zu. Nein, er ist zurückgeblieben. Darling? Schießen die dann auf die? Wahrscheinlich nicht. Die Bots mich ja immer noch mimiken. Oh, ja, gewonnen. Auf jeden Fall, jetzt bin ich Terrorist zum Beispiel. Terrorist? Ja. Da kann man zum Beispiel die Zeit einstellen mit MP. Also die C4-Zeit. C4. Man kann auch einstellen, dass man das C4 nicht diffusen kann zum Beispiel. Aber jetzt erstmal Time 1. Was? MP C 4 Time. Hä? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Das. Hä?
Theoretisch müsste das jetzt eigentlich funktionieren. Was ist jetzt komisch? Warum kann ich das nicht machen? Ach, Time mehr! Ah ja, eins. Was? Timer. Null Komma eins. Geht das? Auf jeden Fall, wenn man jetzt zum Beispiel die Bombe platziert, sollte die viel früher explodieren oder später, keine Ahnung. Hallo, kann ich... Oh, cooles Bild. Jetzt hier, wenn man die platziert. In 10 Sekunden explodiert die. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich begehe Selbstmord. Yay. Ja, das macht auch Spaß. Ja, was ich auch ganz lustig finde, ist dieser Cheat. Damit trolle ich immer Freunde, wenn wir auf dem Server sind. Was passiert? Ui! Die Waffen fliegen! Hui! Komme ich wieder runter? Schon geil. Auf jeden Fall, wenn ihr das wieder zurückstellen wollt, SV Gravity 800. Können die Waffen jetzt wieder runter oder wo sind die hin? Irgendwas ist gerade explodiert. Auf jeden Fall, wenn ihr... Ach, das hier, das ist lustig. So. Wo ist eigentlich die Bombe? Geht der Typ? Hallo, kann ich die haben? Hä? Wartet. Wartet kurz. Das ist viel, Dan. Wenn ihr euren Freunden helfen wollt, zum Beispiel mit dem hier. Armor 1. Dann könnt ihr euren Freunden einfach Zeug geben. Also Rüstung. Der funktioniert jetzt hier nicht, weil er schon an ist. Sieht man hier, weil das ist ja Gelegenheitsspiel. Was auch praktisch ist, wartet. Ihr seht ja, hier kann man jetzt nicht kaufen. Man kann jetzt nicht kaufen, wenn man jetzt zum Beispiel MP... Boy. Wartet. Wenn man jetzt das eingibt. Anywhere 1. Das eingibt, dann dürft ihr überall einkaufen. Wenn es in der Zeit ist. Halt. Und hier ist jetzt zum Beispiel die Kaufzone, wenn ihr jetzt hier irgendwo hingeht. Wenn ihr zum Beispiel hier geht, dann könnt ihr auch noch kaufen. Jo. Ihr könnt auch zum Beispiel. Wenn ihr euch unsichtbar. Nee, das ist scheiße. Wartet. Wer kaufen will, muss doch Geld haben. Also könnt ihr auch zum Beispiel das hier eingeben. MP Max Money. 10.000. Dann habt ihr maximales Geld und müsst halt Geld erstmal kriegen. Und ihr könnt auch zum Beispiel am Anfang der Runde, könnt ihr euch auch mehr Geld geben. MP Start Money. MP Start Money. Zum Beispiel 800. Dann bekommt ihr immer am Anfang der Runde $800.
Ihr könnt auch. Ihr könnt euch auch die Rundenanzahl erhöhen. Zum Beispiel mit MP, Max, Rounds, 30, Pew. Dann hat man 30 maximale Runden. Man kann auch zum Beispiel mit MP, Force, Kamera, 0 eingeben. Dann müsstet ihr eigentlich alle Bots sehen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Naja, weil es halt keine Spieler sind, man sieht alle Spieler. Man kann auch zum Beispiel MP by time 90 eingeben, dann hat man 3 Minuten Kaufzeit. Ja, man kann auch zum Beispiel mit MP Friendly Fire Zero. Wartet, ich muss da noch einen Bindestrich machen. Zero. Schaltet ihr Friendly Fire aus. Also wenn ihr jetzt eure Mates abschießt, dann sind sie tot. Das macht doch Spaß, oder? Oder? Oh. Warum haben die so viel Geld? Warte mal, vielleicht war es ja auch. Friendly Fire. GC. GV. 1. Dann ist Friendly Fire Global an. Nein? Hä? Ist denn falsch? Ah ja, ist ja. Gegen Halbspieler kann man sowas nicht machen. Ihr könnt auch zum Beispiel das Team Limit erhöhen. Zum Beispiel Limit. Teams. 3-2. Teams 3-2. Dann hat man ein Teamlimit von 30.000. Nein, eigentlich nur 30. Was dann auch noch ganz praktisch ist für diesen Cheat ist, wenn man Bots spawnen will. Zum Beispiel Bot. T. Das kopieren wir da mal kurz. Dann könnt ihr auch mal erkennen, wie viele Bots man kriegen kann. Weil es da 32 Team-Members gibt. Jetzt gibt's viele Bots auf unserer Seite, aber die anderen haben weniger. Zum Beispiel könnt ihr auch einstellen, dass Bots hier zum Beispiel einfach instant tot sind mit Bot Kill und alle sind tot. Pew. Das sieht lustig aus. Boom, tot. Ist jetzt Friendly Fire an? Nee, irgendwie immer noch nicht. Warum haben die jetzt gesmoked? Meine Armada an Leuten. Was passiert, wenn ich das mache? Und die das etwa nicht? Komisch. Theoretisch müssten die das auch fallen lassen. Keine Ahnung warum. Amara schießt! Ich weiß nicht, wie man die Bots jetzt umdrehen kann, dass sie in die andere Richtung gucken, aber naja. Vielleicht findet ihr es ja bei einem anderen YouTuber raus. Ihr könnt auch einstellen, Bot Knives Only. Wartet. Bot Knives Only. Dann benutzen die Bots eigentlich nur Messer. Bot Kill. Meine AK. Hehe. Obwohl, ich kann eine eigene kaufen. Ah, hahaha. Jetzt benutzen sie zum Beispiel alle nur Messer. Das ist auch in einem anderen Team so. Baby,
Cool. Ching, chang, chung, chang, ching, chang, ung, ung. da könnt, ihr könnt auch zum Beispiel Bot, Mimik, Null machen, dann haben die Bot wieder einen freien Willen. Und wenn ihr wieder wollt, dass die so sind, dann gebt ihr Bot Mimik 1 ein. Ihr könnt auch zum Beispiel Bot Stop 1 machen, dann bleiben die Bots stehen, wie man bei dem Bot hier sieht. Du bist mir jetzt ausgeliefert. Ja, noch ein paar interessante Sachen, die ich vielleicht noch habe. Achso, ja, wenn ihr hier zum Beispiel es euch nervt, immer so wenig Munition zu haben, zum Beispiel bei das Zeus, ist doch nervig, immer nur einen Schuss zu haben. Und dann ist er weg. Zum Beispiel, das ist doch kacke. Dann könnt ihr zum Beispiel erstmal Kill Bot machen. Hallo? Hä? Sterben die jetzt nicht? Warum? Hä? Hä? Jetzt bin ich confused. Hä, ich hab doch Kill Bot gemacht. Warte mal, oder wie hieß der? Bot Kill, ach so. Kill. Sorry. Das war jetzt nicht mit Absicht. Hm, das heißt, ihr könnt jetzt zum Beispiel SV unterstrich infinite unterstrich MO2 eingeben, dann habt ihr unendlich viel Schuss eigentlich theoretisch. Ja, dann habt ihr unendlich viel Schuss. Aber wenn ihr das Bessere wollt, dann gebt einfach SV Ammo. Infinite Ammo. Infinite Ammo 1 ein. Dann könnt ihr zum Beispiel, weil das Toys hat man ja eigentlich nur einen Schuss, dann könnt ihr das hier machen, wartet. Piu, 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 piu. Das allerdings funktioniert auch bei Granaten. Piu. 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 Nein, keine Blendung. Ja, dann habe ich noch ein paar Sachen. Zum Beispiel könnt ihr... Wartet. Ihr könnt... Beispiel... Euer Leben... höher machen. Zum Beispiel... Wartet. Ent... Feuer Entity, also nein, eigentlich ja. Self it out. Gut, ich weiß, es ist ein sehr langer, aber er lohnt sich eigentlich. 1000 Gänsefüßchen. Dann habt ihr 1000 Leben. Yeah. Ihr könnt auch euch auch das hier geben, zum Beispiel das ist einer der wichtigsten Sheets, zum Beispiel der hier, nicht zum Beispiel, das ist der wichtigste, Give Weapon und dann einfach, nein, da muss kein Bindestrich hin, Give Weapon unterstrich, kopiere ich jetzt mal kurz, weil ich keinen Bock habe, das andere zu schreiben, C, Give Weapon zum Beispiel Skatzwan 20. Ja, dann habe ich jetzt eine Scar 20. Yeah. Im Terror-Dings. Dann könnt ihr aber auch Beispiel Gift Flash. Warte, nicht Flashbang. Dann könnt ihr Ink Grenade. Das ist die Brandgranate von den AT? Ja. Hallo, darf ich das aufheben? Anscheinend nicht, aber ich kann das hier machen. Piu, piu, piu. Was auch ganz cooles ist, zum Beispiel Give Weapon Health Shot. Ist eine ganz coole Sache.
wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, wartet. No, blöd. Scheiße. Ah, ich hab Schaden bekommen. Was tue ich jetzt nur? Dann macht man einfach das hier. Ah, ja. Geil. Dann habt ihr euch einfach geheilt und... Das kann ich nicht fallen lassen. GGG. Dann habt ihr ganz viele davon. Yeah. Ihr könnt auch zum Beispiel... Wartet. Dafür muss ich erstmal... Oh nee, wartet. Wort. Lösche ich Kill. Anti. Erstmal das machen. Dann könnt ihr zum Beispiel euch auch was Cooles geben. Ihr gebt das ein, dann... Das gibt's eigentlich gar nicht mehr, aber... Naja, es ist cool. Dann habt ihr das hübsche Teilchen hier. Okay. Einfach nur klippen. Hallo. Dann geht ihr einfach zum Beispiel zum... Also das ist jetzt eine Demonstration, zu zeigen, was... Ich jetzt einfach im Kreis geflogen. Was ihr mit der machen könnt. Zum Beispiel hier. No Clip. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr die hier nehmt und irgendwo hinwerft, dann klärt das automatisch alles für euch auf. Guckt da. Es klebt an Sachen dran. Es ist wie eine Sticky Bomb. Eine Sticky Bomb. Piu. Piu. Und es flashbangt die Gegner und gibt ihnen ein bisschen Schaden. Ja, ich weiß nicht, warum es die nicht mehr gibt, aber die waren cool, sind cool. Vielleicht gab es die ja bei Operation Hydra. Dann noch das letzte, was ich euch zeigen will, ist... wartet kurz. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ah ja, hier. Ihr könnt zum Beispiel Sachen spawnen. Dafür müsst ihr einfach End Create eingeben. Und dann das, was ihr wollt. Zum Beispiel Chicken. Wartet kurz. Einfach End Create kopieren. TV Chicken. Das Hühnchen, oje. Und zum Beispiel könnt ihr auch das Patch eingeben, oder? Na, wahrscheinlich geht das nicht. Man kann eigentlich auch. Stech dich ab, Alter, Maler. Marafka. Wieso meistens Elimino? Ich hab doch gar kein Elimino. Dann kommen wir auch zum Beispiel. Das hier, Endcreate. Wartet, ihr könnt auch zum Beispiel Props kreieren. Zum Beispiel Prop unterstrich Dynamik. Dynamik. Create. Create. Schrägstich. Schrägstrich Props. Warte mal. Das ist was. Ach, der ist es. Hab das Falsche gemacht. Wartet, da müsst ihr Alt, GR und SZ drücken. Dann kriegt ihr dieses Ding. Dann könnt ihr zum Beispiel Props, Alt, GR, SZ, Crates. Dann wieder das. Crates, Weapon. Weapon. Crate. Weapon, crate, 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 crate.
Unterstrich A.MDL. Hä? Was passiert? Crate. Bin ich jetzt ernsthaft bei Crate stehen geblieben? Okay, dann gebe ich das halt nochmal ein. Wartet. Crates. Weapon Crates. Ich fehlt das nicht mehr ein. Weapon Crates. Ach nee, ich war ja schon soweit. Weapon. Unterstrich. A.MDL. Oh, guck mal, eine Waffenkiste. Oh. Dafür habe ich jetzt so lange gebraucht und habe nur eine Waffenkiste bekommen. Ja, hier, guckt. Waffenkisten. Da, guck mal, oi, guck mal, ein Leiter. Hey, lol, das geht ja wirklich. Ich will das doch mal machen. Hallo. Warum habe ich das jetzt gemacht? No clip. Ich will das hier machen. Hallo? TGV, ja, Spam. Das wird dann auch eigentlich so das letzte sein, dass ich hier cheate. Warte, ich will das mal ganz extrem machen. TGV. Ja. Na, was habt ihr heute so gemacht? Ich hab ein Video gemacht. Mit Cheat, ja, und das. Ach, ich warte, ja. Ihr habt irgendwie nicht viel zu sagen. Ernsthaft? Es hat gar nichts kreiert. Okay. Dann schnell durchlauf. Geht das? Ja, das ist irgendwie langweilig, aber es wird sich lohnen, weil es bestimmt lustig wird. Haha. Dann hierhin. No clip. Hallo. No clip. Ach Mist. Scheiße. Und dann. Alter, kann ich jetzt bitte auf... Dann könnt ihr zum Beispiel hier hochlaufen und picken. irgendwie fehl ich gerade volle Kanne. Ja. Dann könnt ihr... Wo ist das Token? Och man. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hattet... Ich hoffe, es war eine informative Folge für euch. Und ihr nutzt diese Sheets. Viel Spaß noch. Und ich sage, ciao. Ciao.